So, dann läuft das Ganze hier. Dann machen wir noch so, so. Zack. Gut, alles klar, fangen wir an. Also, einen wunderschönen guten Morgen zusammen zum Forex-Pro-Systeme Live-Trading-Webinar, natürlich mit Thorsten Helbig. Ja, mein Name ist Florian Scharschmidt. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Morgen begrüßen. Ich bin gespannt, was der Thorsten alles zu erzählen hat nach dem Urlaub. 2 Wochen mussten wir jetzt warten. Ja, ich hoffe, Sie genauso wie ich. Von daher springen wir einmal direkt zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle. Das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie das gleich. Erzählte, gezeigte, nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung. Ganz gleich, was der Thorsten da zeigt oder handelt. Ja, am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ganz wichtig zu sagen. So, das vorweg von FX Flat. Und dann würde ich sagen, Thorsten, Stage is yours. Viel Erfolg, viel Spaß, wenn was ist, ich bin da. Einmal gucken, was ihr seht. Falscher Schirm, ne? Da ist noch das Bedienpanel, wird noch angezeigt. Im Bildschirm 2 wird übertragen. Also man sieht auf jeden Fall das GoToWebinar-Ding. Das zieht am besten rüber. So. Jo. So besser. Jupp, jetzt sieht man den MetaTrader. Man sieht unten dein Bildchen. Ja. Ihr seht von meinem Bild mehr als ich selber. So, muss ich noch ein bisschen was hin und her schieben. So, schieben wir es unten in die Ecke. So geht das, ne? So, bevor sich wieder eine beschwert, dass ich irgendwo im Bild bin, habe ich mich mal unten links platziert. Ne? Damit man schön neutral bleibt, ne? Mal links, mal rechts. Irgendwann kommt das Bild auch mal mittig. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann kommt es mal mittig. Guten Morgen in die Runde. Wie man sieht, immer noch. Der Florian wollte gerade meinen Urlaub verkürzen. Das war jetzt ein bisschen unfair. Ich habe die Frechheit besessen und habe meinen Urlaub einfach verlängert. Ich muss heute hier mit einer Cam arbeiten, die bei mir im Laptop eingearbeitet ist. In meinem MacBook. Da hinten haben wir unseren Fjord und wir sind immer noch in Nordnorwegen. Stimmt nicht, in Mittelnorwegen, in der Region Trøndelag und sind hier um, wo ist das jetzt? Ups, das wollte ich jetzt nicht. Und wir sind immer noch hier um, nämlich genau, mal gucken, wie ich das jetzt finde. Ah, da. Da haben wir doch was. Für euch. Damit man auch erkennt, warum ich überhaupt hier bin. Da. Das ist Sinn und Zweck der Sache, warum wir hier überhaupt platziert sind. Ne, wir wollen uns einfach was zum Frühstück besorgen und wir lieben Sardellen, deswegen haben wir uns hier platziert. Wir waren vorgestern unterwegs auf dem Atlantik draußen mit so einem kleinen Aluboot und haben uns etwas Frühstück
besorgt für die kommenden Tage. Eigentlich wollten wir Heilbutt fangen, deswegen sind wir hier seit gut 2,5 Wochen. Aber der Heilbutt hat sich denn als ein anderes Individuum entpuppt. Ich weiß, deswegen sage ich hier, bevor wieder irgendeiner meckert, kümmern wir uns direkt um die Charts. So, wir haben, ich muss dazu jetzt mal ganz kurz reingucken, ob ich das noch finde. Da. Wir haben unsere Community die letzten Tage etwas vernachlässigt. Ich habe das erste Mal seit, ich glaube seit 7 Jahren oder seit 8 Jahren, habe ich mir erlaubt, ein paar Tage Urlaub zu machen, mich einfach mal rauszunehmen, nicht jeden Morgen aufzustehen um 7 Uhr oder um 6 Uhr und die Setups auseinander zu pflücken, sondern wir haben einfach gesagt, wir nehmen uns mal ein paar Tage raus, zumal es hier bis vor wenigen Tagen noch durchweg hell war. Man verliert das Gefühl für Zeit und Raum. Unser Lutz hat in der Zeit, der ja heute abwesend ist, ne, kann man jemand mitschreiben, irgendwie eine Fehlschicht eintragen hier für unseren Lutz. Hat in der Zeit viel auf Slack gemacht und hat unsere Community begleitet und hat unter anderem gestern diesen Plan eingezeichnet hier. Ich glaube, den kann man erkennen, oder? Ich kann das jetzt nicht kontrollieren, ob man das Chartbild von gestern sieht. Okay, das hat er gestern Morgen eingezeichnet. Das sind die Sachen, die man bei uns lernen kann, wenn man denn will. Der Hinweis dazu hieß, die grüne Route ist bevorzugt. Das heißt, wir wollten hoch zur 10193 bis zur 10211. Dann runter und dann hatten wir drei Möglichkeiten. Einmal die 10150, 10132 und die 10122, um von dort dann zu starten an unseren Zielbereichen. Fällt mir jetzt erst auf, dass sie genauso einzeichnet wie ich. Sehr gut. Um an unseren unteren Zielbereichen zu longen. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgucken, war mein großes Ziel, ich glaube in einem der letzten Webinare, die wir gemeinsam gemacht haben, nicht mit Florian, ich glaube das letzte war mit Nelson, nee, ich glaube das letzte war mit Wolfgang, ne? Mit Wolle, jo, Wolle. Ja. Ihr müsst wissen, ihr könnt euch gerne bei FXLED bewerben, weil die Jungs, die haben da alle irgendwie 156 Tage Urlaub. Gefühlt auf jeden Fall. Und dann müssen sie natürlich den Urlaub auch irgendwie wegkriegen. Und immer wenn einer von denen, die 156 Tage Urlaub haben, weg ist, dann muss Wolfgang der Arme einspringen. Aber der hat das doch gut gemacht, oder nicht? Ja, na, selbstverständlich. Wolfgang macht das immer hervorragend, der Junge. Und die restlichen Tage im Jahr, also wo sie nicht die 156 Tage Urlaub genießen, die werden dann mit Überstunden abgegolten. Wir haben im letzten Webinar darauf gedrungen und haben gesagt, der Euro ist direkt auf dem Weg zur Parität. Die Parität kam dann auf einmal schneller, als wir uns alle haben träumen lassen. Aber es war absehbar. Es war absehbar, seitdem wir unter die 10474 gerutscht sind. Seitdem war es, ich will nicht sagen muss, das gibt es an der Börse nicht, aber da war die Parität Gesetz. Nach den Regeln, nach denen wir handeln. Von der Parität aufsteigend
haben wir, zack, ich nehme das Bild von gestern erst einmal weg, da werden wir uns gleich nochmal drum kümmern, das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Von der Parität ausgehend, haben wir gesagt, okay, wir können hier, dort hatten wir das Low direkt bei 0,99995. Danach war angesagt ein nachlaufendes Tief, was er hier nochmal ganz kurz gemacht hat, bis zur 0,9952, was an solchen massiven Marken normal ist, dass er ein Tief nach dem anderen nochmal rausnimmt. Diese Zeichnung hier ist, ich will jetzt nicht viel sagen, aber die ist Minimum 8 Wochen alt. Wir haben A gleich C nach unseren Mustern hier eingezeichnet. Wir haben hier eine Abwärtsbewegung, wir haben hier Korrektur, wir haben hier die zweite Abwärtsbewegung. In dieser zweiten Abwärtsbewegung ist die erste hier inkludiert. Dieses rosane Dreieck, Rechteck, es unterscheidet sich nämlich ein Rechteck von einem Dreieck, weil es eine Ecke mehr hat, ne? Ist nämlich ein Viereck. Wir haben hier dieses Rosane, das ist hier blau hinterlegt. Ich weiß ja nicht, warum der Metatrader auf die Idee kommt, Rot und Grün in Blau zu mischen, weil Rot und Grün ergibt eigentlich eine andere Farbe. Aber wir haben das hier hinterlegt. Diese erste Bewegung runter hat die zweite hier gemacht. Wir sehen auch, wie er hier gebremst hat. Dann haben wir diese Korrektur angestrebt und haben dann dieses grüne Rechteck hier da drüber gelegt, weil Bewegung 2, also C gleich A, C war länger als A in einem Rutsch. Und zwar von da oben bis da runter. Und wenn man dann diese Nummer nimmt, für alle die, die sagen, Geometrie bringt nicht viel im Chart. Ich bin seit 15 Jahren reiner Charttechniker und ich arbeite nur mit solchen Mustern. Die werden lernen dürfen. Wir haben diese Bewegung, die er hier aufwärts gemacht hat, diese Korrekturbewegung, die haben wir hier draufgelegt. So, wenn wir die jetzt einmal verschieben auf da unten, dann kann man diese Korrekturbewegung, die er hier gemacht hat, bevor er wieder anfing abzuschmieren, diese Korrekturbewegung, die kann man prozentual, wenn diese Bewegung hier, mal gucken, wie groß die war von der 0,495, die stimmt nicht, da von der 806 ging die bis, sehe ich jetzt gar nicht, warum nicht? Bis dahin, bis zur 10988. Das heißt, diese Bewegung ging 180 Punkte nach oben. Wenn wir diese Bewegung nach unten messen, ist diese Bewegung prozentual länger als die Bewegung A. Das Grüne hier ist Bewegung C, das hier ist Bewegung A. Bewegung B war 188 Punkte. Wenn die Bewegung C 10, 15, 20, 30% länger ist als A, dann darf auch die Korrektur 10, 15, 20, 30% länger sein als die von B. Könnt ihr mir soweit folgen? Rein rechnerisch, auch an der Ostseeküste in Sirksdorf, Otto, Otto würde ich jetzt gerne mal hören.
Dass man das in Vorpommern, geht doch, Otto hat es schon mal verstanden. Dass man das in Vorpommern versteht, das weiß ich, mein lieber Uwe. Du bist ein sehr aufmerksamer Zuhörer und ich glaube, du bist einer der wenigen, die jeden Morgen Schreibblock da liegen haben und alles Mögliche mitschreiben. Zusammengefasst, das ist A, das Grüne ist C, das hier Bewegung ist B. Wenn Bewegung B 180 Punkte ist und 180 Punkte gleich 100% sind, weil das die Korrekturbewegung. Wenn diese Bewegung gegenüber A 130% hat, also 30% länger ist, ist in diesem Fall nicht so, nur rein rechnerisch. Wenn diese Bewegung prozentual 30% länger ist, dann darf die Bewegung, die Korrekturbewegung nach oben auch 30% länger sein. So viel dazu. Diese Bewegung ist dann hier oben gestartet. Da, nachdem die Korrekturbewegung exakt hier dem entsprach, was ich auch machen durfte, hier etwas länger, weil die Bewegung war länger. Und dann sehen wir, dass die Bewegung E, die wir hier runter haben, wenn ich die hier, die rosane hier wieder kopiere nach unten, die durfte hier gehen bis in den Bereich 10109. Nehmen wir mal ein Fadenkreuz dazu. Bis dahin, das wäre Bewegung A, das wäre Bewegung E. Die durfte bis hier circa ganz knapp über die 101 gehen. Und wir sehen, die Bewegung, die er gemacht hat, hier runter, wurde direkt auch wieder gekauft. Da. Da haben wir die Tageskerze vom 8. Juli. Das war genau der Start von unserer Tour. Ihr könnt mal ein bisschen aus dem Fenster gucken. Ich hole mir in der Zeit nur mal schnell einen Kaffee. Sieht schön aus da draußen, ne? Das ist wirklich Kaffee, was man da hört. Das heißt, hier kam direkt die Reaktion von den Händlern, die dieses Rechteck hier gehandelt haben, dieses Rechteck, die hier schon mal überrascht wurden. A, C, wir sehen die Reaktion an C, dann wurde diese Bewegung verlängert, bevor sie richtig auskorrigiert wurde und dadurch ergaben sich hieraus zwei Ziele. Einmal die 1 knapp über der 101 und das zweite Ziel als Bonusziel, was wir hier unten eingezeichnet haben, war die 09961. Diese Zeichnung habe ich nicht heute Nacht gemacht oder heute früh, um euch zu überraschen, sondern diese Linien, die haben wir eingezeichnet vor, ich weiß gar nicht genau, 4 Wochen, 5 Wochen. Wer weiß es? Uwe, unser Mitschreiber. Wann haben wir das gemacht? Jetzt sitzt er da in seinem Schreibblock hier. Zack, 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 ne? Und ist hier am Blättern wie blöd. Und jetzt guckt er genau nach dem Datum. Aber diese Marken, die hatten wir eingezeichnet. Ne? Jetzt ist meine Maus weg. Warum? Okay, nehmen wir die. Können wir meine Maus noch sehen, ja, ne? Jetzt ist sie wieder da. Das heißt, wir hatten das Ziel, die 101, und darunter zog natürlich die Parität. Muss ich erst mal gucken, was ihr seht. Ich hoffe, ihr seht die Kursleiste noch an der Seite, oder? Könnt ihr rechts die Kursleiste sehen, oder? Okay. Ja? Was? Moment, ich habe gerade kurz.
So, ja, die Kursleiste geht. Also man sieht kaum was davon. Jetzt sieht man die wieder. Okay. Ja, ich arbeite auf dem MacBook hier und dann ist die Auflösung eine andere als die, die nach draußen übertragen wird. Okay. So viel zu der Logik, die dahinter steckt. Ich weiß, den einen oder anderen nervt es jetzt vielleicht, dass wir das hier auseinanderpflücken, aber wir wollen uns ja die Marken erarbeiten. Aus dieser ganzen Geschichte ergibt sich jetzt das Korrekturziel für mich bei 10342. Das sind die letzten Tiefs, das ist dieser Doppelboden, den wir hier vorher hatten. Das ist die eine Nummer. Und das zweite, es deckt sich hier mit einem Korrekturlevel, was wir uns gleich in einem anderen Chart kurz anschauen. Der Plan war also, nur nach diesen Mustern, nur nach diesen Rechtecken, nur nach diesen Linien, ohne irgendwelche Indikatoren, die ich, wie man sieht, überhaupt nicht benutze, sondern rein pure Geometrie, die wir hier im Chart anwenden, ergeben sich die Ziele 101, also knapp über der Parität und dann einmal knapp unter der Parität. Wir sehen, wir haben hier, da wo meine Maus gerade sitzt, an diesen beiden Tagen die Parität zweimal getestet, um dann an einem Tag hier ganz kurz drunter zu schießen und genau dieses Muster, diese Bewegung C als E zu komplettieren und sofort wieder zurückzuschießen und über der Parität, ganz knapp über der Parität zu schließen. Und damit war die Nummer klar, dass wir danach hochgehen Richtung 10342 Fibo-Level. Wo haben wir? Am 13. Juli schreibt unser Stefan gerade, am 13. Juli war dieses Bild auf Slack. Das würde ich eigentlich ganz gerne mal. Was ist hier los? Meine Maus streikt. Warum? Jetzt wieder da. Ja. Aber danke, Stefan. 13. Juli. Es kann ja nicht so weit zurück sein. Guck mal, wenn man Urlaub hat, dann schreibt man nicht so viel. 13. Juli. Da haben wir den 14., da haben wir den 13. Oh, da war ein anderes schönes Bild. Da. 13. Juli hatten wir genau da. Danke, Stefan. Da hatten wir das Bild, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen genau bis da runter und dann den Spike hier nach unten und das ist jetzt Gesetz. So. Die Maus streikt. Dann probiere ich mal was anderes. Stecke ich sie einfach mal um, vielleicht geht das besser. Zack. Mit solchen Sachen muss man leben, wenn man unterwegs ist. Einmal kurzes Kabel tauschen. Wahrscheinlich liegt es daran. Also, wenn ihr unterwegs seid, ne, so wie unser Klaus E., ne, der ist ja mit dem Wohnmobil auf dem Wasser unterwegs. Der liegt jetzt irgendwie am Rhein oder so und handelt unsere Setups hier hinterher. So, Kabel gewechselt, schon geht's. Da, eine neue Maus online,
Das heißt, ihr müsst eure Mäuse einfach nur an die richtige Leine legen, dann funktionieren sie auch. Das heißt, wir haben aus diesem Setup, das war jetzt mal ein kurzer Rückblick auf die letzten 3 Wochen oder 4 Wochen, die wir wenig anwesend waren, dass wir ab hier, ab dieser Nummer, Rücklaufchancen haben bis zur 10340 beziehungsweise 10360. Wer das möchte, wir haben am Wochenende genau dafür auch die entsprechende Analyse geschrieben, so wie wir es ja gerne für unsere Paternoster Samstag oder Sonntag tun. Und haben genau diese Geschichte auf den Plan gerufen. Wenn wir jetzt schauen auf den Plan von unserem Lutz, der noch schläft, von gestern schauen, da, dann sehen wir, wir wollten hoch zur 10211, dann runter bis zur 10132 und 10122, um dann nach oben wegzuziehen. Wir haben daraus gemacht gestern, dass ich hier zweimal an der 10132 gestartet bin, zweimal Break-Even ausgestoppt und den dritten Lauf dann gestartet haben. Hier, als wir diesen Spike nach unten gemacht haben, wir haben hier das High bei der 10130 und genau als diese Kerze zu Ende war, habe ich mich da drüber einstoppen lassen. Wir haben es auf Slack auch entsprechend kommuniziert. Gucken wir uns gleich mal an. Da über der 10130 haben wir uns einstoppen lassen. Dann hat er gestern diesen Lauf hier nach oben gemacht. Und als er dann hier an diesem Zielbereich, den einen hatten wir hier, die 46 war bekannt und die 49 ein Zielbereich. Und die hat er gestern nachher ganz kurz gebremst, durchgeschossen bis zum nächsten Zielbereich, zurück die 46 bestätigt. Und ist dann nach oben weggezogen. Als er diese Nummer durchgezogen hat bis dahin, habe ich eine Position rausgeschmissen mit dem Tagesziel. Die andere läuft immer noch und ist Break-Even abgesichert. Start war über dieser Kerze an der 10130. Wir schauen kurz nach. Da, Stop. Start, Entry 10130, der Stop-Loss wurde auf die 10130 angepasst. Da und Start war mit bei der 10130 um 17:33 Uhr. Hier genau in diesem Bereich. Das heißt, wir lassen diese Long-Position lassen wir laufen bis zur 10340. Das wären 210 Pips. Das Monatsziel für meine Wenigkeit liegt bei 200 Pips. Und wir haben, ich meine, schon 40 oder 50 Pips diesen Monat drinne. Und wenn man diese Position durchläuft, dann können wir schon mal den September irgendwie ausheften. Ich weiß, der eine oder andere ist jetzt ein bisschen nervös und sagt, ja, was nützt mir das für heute? Wir wollen ja heute schauen, was da geht. Der erste Punkt ist, hier lege ich für heute, auch wenn es sehr knapp ist, da lege ich was fest. Was haben wir hier? Wer passt auf? Das war jetzt doof. Ich schieb hier wieder rüber. Die Nummer. Da. Ihr könnt das selber mitzeichnen.
No Trade Area, Sperrzone. Genau so ist es. Ich lege hier für heute für mich eine Sperrzone fest. Nochmal, ich habe eine Position seit der 1:01:30 laufen. Eine haben wir gestern geschlossen. Mein Tagesplan, so wie sich der Kurs jetzt verhält, sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier, der Marcel ist ja hier, sehr schön. Marcel D. Wir haben einen Zielbereich bei der 1:01:76 und wir haben hier das High bei der 1:01:74. Für unsere Seminarteilnehmer, welche Händlergruppe hat diese Umkehr hier erzeugt? Wer hat die verursacht? Ganz schnell. Vielleicht antwortet ja auch unser Roland aus dem wunderschönen Sachsenland, Roland S., unser Yorkshire. Oder Otto. Otto weiß das. Und wenn das Otto nicht weiß, dann weiß das Otto sein Herrchen. Nee, stimmt nicht. Wahrscheinlich eher Ottos Frauchen, die hört besser zu. Ich gucke nicht weg, sondern ich gucke hier auf den Chat. Den habe ich hier auf dem linken Bildschirm liegen, um zu gucken. Roland S., das war nicht ganz richtig. Heiko, genau. Wir haben den Entry. Wir haben die Marke 2 Punkte unter dem Zielbereich. Das heißt, die Jungs haben das hier völlig freiwillig gemacht. Daraus ergibt sich jetzt für mich der Verlauf. Ich zeichne das mal ab jetzt bis zur 1:01:40. Dann gehen wir da hoch. Danach nochmal kurz runter, die 46 bestätigen. Dann gehen wir da hoch, gehen danach die hier zu bestätigen. Und ab da kann ab der 1:01:46, 1:01:54 kann das Ding explodieren. Da werden wir mit viel Glück heute eine Rakete sehen. Hintergrund von diesen Marken, die wir jetzt mal noch etwas unterstützen wollen, ist, dass wir, wenn wir bis hier runter laufen, wir haben hier eine Abwärtsbewegung. Ich nehme mal unsere Zielbereiche raus. Bremsen. Tut er jetzt genau hier oben an der 1:01:76. Einer der Gründe, warum ich gestern hier direkt am 50er Level eine Position rausgenommen habe. Lass den Rest einfach laufen. Wir haben hier das 50er Level, wir haben hier das 61,8er Level. Jetzt sind wir zurück an das 38,2er. Das haben wir jetzt hier bestätigt, da bestätigt, da bestätigt, da bestätigt. Das heißt, wir haben genau die Sperrzone hier zwischen dem 61,8er und zwischen dem 38,2er Level. Ist eigentlich irgendjemand hier, der knipsen kann heute? Der vielleicht ein paar Bilder für Slack macht? Oder muss ich da etwa auch noch tun? Okay. Ich mache es selbst. Falco, gerne. Dann spare ich mir das jetzt. Falco, wäre schön, wenn du die Dinger da hochschießt. Danke.
Das heißt, wir bewegen uns hier genau zwischen diesen beiden Fibo-Leveln von dieser Abwärtsbewegung. Wenn man von normaler Logik ausgeht, dann haben wir hier eine Abwärtsbewegung, demnach haben wir hier eine bärische Flagge. Das ist der Grund dafür, für alles, was wir gerade long tun, alle Bewegungen, alles, was wir nach oben handeln, alle Long-Setups, die wir handeln, die müssen schnell Break-Even abgesichert werden. Ich schreibe das hier mal dazu. Ich werde keine zweite Setup machen. Alle Long-Bewegungen Positionen schnell BE absichern. Wichtig, weil wir bewegen uns übergeordnet. Ich wechsle jetzt mal ganz schnell in den M30. Da wir bewegen uns übergeordnet in einem Abwärtstrend. Und selbst wenn wir uns den im H1, im H1 angucken, haben wir den Aufwärtstrend, der hier entstanden ist, hier unter der 46 ganz kurz kaputt gemacht. Das heißt, wir bewegen uns übergeordnet in einem Abwärtstrend und demnach müssen wir sehr vorsichtig sein mit Long-Bewegungen. Mein Steckenpferd ist es aber, solche Nummern, solche Setups, solche Long-Bewegungen, die ich dann längerfristig handeln will, nach unseren Zielbereichen, nach unseren Mustern, nachdem wir Anneliese gefragt haben, zu schauen, okay, wo kann ich mit dem kleinsten Risiko long gehen? Das kleinste Risiko war gestern hier unten exakt an unserem Zielbereich, da 10123. Die Nummer darüber 10132 und die 10150. Die 50 wurde direkt durchschossen nach unten und wir haben uns dann hier unten neue Longs gesucht. Ich glaube, das ist die dritte oder vierte Long-Position. Wir haben am Freitag schon eine bei 10158 eröffnet, die wir dann gestern wieder schließen konnten. Über der 1, nee, vorgestern schon, über der 102. Und haben uns die gestern hier unten wiedergeholt. Alles, was wir, das, was ich gestern rausgeschmissen habe mit dem Tagesziel, werde ich mir unten wiederholen. Und zwar werde ich das exakt mit einer Limit machen an der 10143. Long Limit bei 10143. Da. Sind wir uns soweit einig? Ist das nachvollziehbar? Ich suche keine Short Setups. Ich suche erst Short Setups, wenn wir an der 10342 gewesen sind. Ich schreibe das mal da oben drüber. Shorts erst ab 10342. Ne? Weil alles andere ist Kamikaze. Wir brauchen einen Rücklauf da. Ah, gucke, da haben wir es sogar drin. Bewegung A, Korrektur. Auch das Bild haben wir vor 3 oder 4 Tagen gemacht. Und wir brauchen ein neues Hoch dort oben drüber, besser sogar im Daily mit einem Schlusskurs, um dann die be zweite Bewegung hier hochzuziehen. Und die kann gehen bis zur 10362 und im Extremfall sogar bis zur 10412.
Da wollen wir hin. Das heißt, Shorts ab 03:42 für die mittelfristigen Jungs. SL dafür über 1:04:20. Ziele bei 1 Punkt. Erstmal bei der Parität. Die sollte nochmal angelaufen werden und dann können wir sehen, ob wir im Tageschart kleiner Umblick, hier klopft jemand. Das war nur unser Platzwart hier, von dem wir uns ja verabschieden müssen. Wir werden in Richtung Heimat reisen morgen. Das heißt, SL für die Shorts muss über die 1:04:20 und das Ziel unten ist bei der 1:00. Erstmal bei der Parität und knapp darunter, dass wir hier mit viel Glück hier unten einen Doppelboden bilden, um danach eventuell weiter nach oben zu ziehen. Ob wir das hinkriegen mit einem Doppelboden und einer Nackenlinie hier, das muss man sehen. Dem stehe ich momentan sehr skeptisch gegenüber. Unsere hochdotierten Leute, die sich ja irgendwie, glaube ich, 2% Gehaltserhöhung gegönnt haben und ihre Diäten gut angehoben haben, werden schon dafür sorgen, dass wir eventuell weit unter die Parität laufen. Wo liegt der, willst du hier einen SL mit ca. 15 Punkten oder enger und wo liegt der SL bei dieser Limit Order? So. Die Limit Order hier unten, da, ich werfe das mal als Frage in den Raum. Die Leute, die hier anwesend sind, ein Teil kennt mich ja schon den ein oder anderen Tag. Wo würde ich jetzt wohl logischerweise meinen Stop hinlegen? Rein rechnerisch. Wir wollen ja was lernen. Ich weiß gar nicht, Florian, habt ihr das schon mal umbenannt oder ist das immer noch Live-Trading mit? Aber es heißt immer noch Live-Trading. Aktuell noch. Hatte ich hier nicht einen neuen Text geschickt dafür? Nee, noch nicht. Ach komm, den hast du unter dem Corona-Kissen liegen. Den hast du ja gar nicht angeschaut. Hat gelangweilt. Nee. Dieser junge Mensch, ne, der könnte mein Enkel sein. Hat jetzt irgendwo 3 Wochen im Bett gelegen, Corona bedingt, und hat sich wahrscheinlich den ganzen Kram und das Kopfkissen gelegt und hat gesagt, das schaue ich mir mal an, wenn ich in, wo willst du hin? Demar irgendwie? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht bekommen habe, aber ich meine, ich kann noch mal gucken. Ansonsten schreibe ich dir nachher noch einfach mal. Also wir werden die Veranstaltung hier umbenennen. Und werden sagen, Handel, nicht Live-Handel, weil dann beschweren sich wieder irgendwelche Leute, dass ich nicht live gehandelt habe. Wo würde ich jetzt klugerweise hier meinen Stop hinlegen? Wo liegt der Stop bei dieser Limit-Order? Unter 1:01:22, sagt der Pat Bunn, unser Schnupperer. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir erst noch die 61,8 von der Bewegung A holen, bevor wir nach oben wegziehen? Komme ich gleich drauf, weil deswegen gehen meine Haken bis hier runter. Und deswegen liegt meine Limit da. Und wenn wir Bewegung A hier drauflegen, dann siehst du, dass sich die 61,8 exakt hiermit deckt, mit der 1:01:43. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir bis an die 43 laufen, ist recht
hoch. Wo platziere ich hier? Ich fasse mal zusammen. Wir haben gestern bei der 1.01.30 gelongt. Bei mir exakt eine Position bei der 1.01.28 und eine bei der 1.01.29.9. Die von der 29.9 habe ich gestern rausgenommen. Mein Entry von gestern liegt noch eine Position bei der 1.01.28. Wo packe ich jetzt? Wir haben momentan einen Kurs bei 1.01.64. Das heißt, diese Position ist 36 Punkte vorne. Wenn ich bei der 1.01.43 jetzt einsteige, wo sollte ich klugerweise meinen Stop-Loss hinlegen? Wir dürfen ja nicht vergessen, wir brauchen einmal ein gesundes CRV, wir brauchen als zweites unser Tagesziel. Wir sind hier nicht angetreten, um aus jedem Menschen irgendwo einen Millionär zu machen, sondern wir sind ja hier angetreten, um solche Muster zu verstehen und zu lernen, diese zu handeln. Was wäre eine kluge Idee? Die 10146 hier, die haben wir schon seit, ich weiß gar nicht, ich glaube seit 3 Wochen drin. Die Christine J. Christine J. kommt aus dem schönen Bayern. Und in Bayern, glaube ich, haben die Telefonanlage zerstört. Weil sonst hätte man mich ja schon mal angerufen. Wir lösen es auf. Da haben wir, wenn wir die 43 erwischen sollten, dann wird dieser Verlauf genauso gehen, so wie es hier eingezeichnet. Der wird ziemlich zügig darunter gehen. Hier unten eine lange Lunte basteln. Diese Lunte wird danach nochmal kurz unterboten. Ich werde hier mal noch eine zweite Nummer einzeichnen. Da. Das wird nämlich genauer. So, 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 und dann nach oben weg. Das heißt, wenn er hier runterläuft, was um 9 Uhr oder so ziemlich zügig passieren kann, dann rennt er einmal kurz hier runter, wird hier unten eine lange Lunte basteln, hier hochlaufen, ein nachlaufendes Tief fabrizieren, um dann dieses nachlaufende Tief als Sprungbrett zu benutzen und nach oben wegzuziehen. Wir können hier unten bei der 43 mit engen Stops arbeiten. Und zwar arbeite ich mit Stops unter der 10130. Wenn wir hier Long Limit, ich schreibe es noch dazu. Stops unter 10130. So, und noch ein Punkt dazu. Da, guck mal, da läuft er schon. Wenn SL erreicht, dann Neustart ab 10.01.22. Ab hier dann
die zweite Position. So wie ich es gerade erklärt habe, wenn er läuft, dann wird er ziemlich zügig hier runterlaufen, hier unten eine lange Lunte basteln, zurücklaufen, diese Lunte abarbeiten und dann nach oben steigen. Die Dagmar, gibt es noch ein Statement zum DAX? Was möchtest du vom DAX wissen? Ich kann mir so richtig vorstellen, wir handeln ja überwiegend den Euro, um unser täglich Brot, sag ich mal, zu erarbeiten. Der DAX ist ja eher für uns was obendrauf. Was möchtest du denn vom DAX wissen? Wir gucken uns den gleich noch an, na klar. Aber was möchtest du denn vom DAX? Ist das hier jetzt nach 3 Wochen genau genug erläutert? Kann man das verstehen, was ich hier gerade versucht habe zu vermitteln? Otto? Otto, leg mal einen Ball ab und schüttel dich mal oder guck mich mal so treu an wie sonst und sag yo oder no. Knappe 200 Leute und 4 haben es verstanden. Respekt. Okay, dann ein Picture bitte zu Slack von dem Gesamtbild hier, damit unsere Jungs auch wissen, was wir vorhaben. Der Joachim W., dich habe ich gestern Abend um 20 Uhr 13, glaube ich, versucht anzurufen. Ich glaube, du warst das. Okay. Dann sind wir mit dem Euro soweit durch. Der Plan steht. Position. Ich schreibe das hier mal daneben. Eine Position läuft seit 1:01:30 mit SL gleich BE. Ich habe noch zurückgerufen, du hast schon geschlafen. Nein, wir waren bei unseren lieben Nachbarn, haben auf der Terrasse gesessen, über den Fjord geguckt und Lightbier getrunken. So ist das im Urlaub. Ich habe meinen Urlaub ja nur für Florian unterbrochen. Für einen Tag. Das ist sehr nett von dir. Oder früher beendet. Eigentlich wollte ich diese Woche noch durchziehen. Okay. Dann haben wir den Euro dann fertig. Schauen wir auf den DAX. Und der ist hochinteressant, weil wir haben das letzte Webinar gemacht, zusammen hier vorm letzten Verfall. Vor dem kleinen Verfallen. Jetzt müsstet ihr euch mal dieses Muster anschauen hier, weil das, ich gehe ausnahmsweise mal dazu in den H4, sonst kommen wir hier nämlich etwas durcheinander.
Das war jetzt ein Tick übertrieben. Da. So. Und wir haben hier festgelegt, da Abverfall Freitagmittag, das ist schon fast 4 Wochen her, haben wir gesagt, wir suchen Shorts 13.400, 13.600, massive Shorts ab 13.600. Die 400 hat er hier direkt abgearbeitet, um dann eine bullische Flagge zu bilden. Wir haben Bewegung A. Wir hatten hier Bewegung B vermutet, die aber nicht funktioniert hat. Die Bewegung hier hat sehr sauber funktioniert. Da sind wir wieder bei dem gleichen Muster, die er hier gemacht hat. Mit einem kurzen, daher kommt die 13.425. Und wir haben jetzt danach sogar noch eine Bewegung draufgelegt, die wir dort starten können. Alternative wäre ab dem Bruch dort. Das heißt, wir müssen hier genau die Mitte wählen. Und wir haben die Auflösung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter, die wir hier eingezeichnet hatten. Die Schulter-Kopf-Schulter ist ja erst kaputt, wenn der Kopf verletzt wurde. Der wurde nicht verletzt, auch wenn wir hier eine massive Nummer abgezogen haben. Wir schauen uns das gleich mal im Daily an. Und daraus errechnet sich das Ziel, was wir am, wann war das hier? Zack. Am 13.7. haben wir das Ziel errechnet bei 13.653. Das High heute Nacht war bei 13.667. Das heißt ganz knapp dort oben drüber. Wir haben gestern Short-Position gestartet. Ich habe mich gestern auf Slack nicht nochmal dazu geäußert. Ich hoffe, die, die dort platziert waren oder sind, haben ihren SL über Nacht rausgenommen. Bei uns ist es üblich für alle, die jetzt hier Gäste sind, dass wir den Stop-Loss im DAX über Nacht entfernen. Im Euro mache ich das nicht immer, aber im DAX entferne ich den Stop-Loss über Nacht, um eventuelle Fakes abzufedern. Um hier eine Hauptrichtung hinzukriegen, müssen wir uns den DAX etwas genauer anschauen. Und dort sehen wir, wir haben hier ein Hoch da. Wir haben hier ein nachlaufendes Hoch. Wir haben hier genau an der 53, hier die 47. Das ist für mich aus den übergeordneten Zeitebenen entspricht das ungefähr der 53. Und wir haben ein nachlaufendes Hoch genau 20 Punkte höher. Verlauf hier ab jetzt ganz kurz dort hoch und dann da massiv nach unten weg. Alternative wäre hier direkt nach unten weg. Warum diese Marke oder warum diese Geschichte? Wir haben bei der 13.554 haben wir hier das Fibo-Level 50%. Wir haben bei 13.834 haben wir das 61,8. Das nehme ich jetzt mal raus, weil wir können auf den nackten Chart schauen und sehen, dass wir genau hier, da haben wir ein nachlaufendes Hoch, was der 61,8 entspricht, und wir haben diese beiden Hochs. Das heißt, wir haben aus dem Jahr 2020 haben wir diese beiden Extremmarken. Wir haben einmal dieses Tief, wir haben einmal dieses Hoch und wir haben diese Hochs, die wir dann hier nochmal
verfeinern können. Da, dieses Zwischenhoch. Hier, in diesem Bereich sollte dann langsam Schluss sein, weil wir nämlich genau diese Bewegung hier, die wir dieses Jahr schon mal nach unten gemacht haben, die haben wir schon gestartet. Und diese sollte im Laufe der Zeit, hallo, mach mal diesen, so, wir verpassen dem ganzen Ding mal eine andere Farbe, dann kann man das auch besser erkennen, so, dann sehe ich nämlich auch, was ich hier mache, dahin, und damit sollten wir nämlich mit der zweiten Bewegung hier runter sogar bis zur 11.000 circa wandern. Wir haben noch eine Marke offen bei der 11.200 vom 30. Oktober 2020, meine ich. War das? Einmal ganz kurz gucken. Wir haben hier das Tief gemacht. 30.10.2020, sage ich doch. Dort haben wir es tief gemacht bei der 11.316 und da stand schon die 11.200 auf dem Deckel. Für alle Optimisten, die sagen, totaler Quatsch, da kann er nie hin, wir sollen ja wieder nach oben. Nicht zu vergessen, wir haben hier ein Tief, wir haben diese Bewegung hier massiv nach oben abgearbeitet und wir haben bei der 11.148, dort haben wir das 61,8er Level von dieser Aufwärtsbewegung. Das heißt, die 11.200 hier unten zu sehen, ist überhaupt nicht unwahrscheinlich. Kein Stück. Und es würde auch keinen Bullen erschrecken, wenn wir diese Bewegung nach unten machen und vielleicht sogar mit einem Spike, weil die Mehrheit vielleicht sagt, Trump wird doch wieder Präsident irgendwie bei den nächsten Wahlen, dann könnte genau das hier passieren, mit einem Spike sogar ganz kurz unter die 11.000 gucken und dann können wir wieder nach oben schauen. Alles, was hier im Moment passiert, die 12.400 haben wir ein paar Mal aufgerufen. Die 12.400 wurde immer wieder massiv gekauft. Aber auch hier nicht zu vergessen, diese Abwärtsbewegung hier, die darf ebenfalls bis zur 11.843. Wir haben aus der kompletten Abwärtsbewegung die 13.849 und die 13.843 hier als massive Marke, die halten sollte. Aus 2020 haben wir die 13.600, die für mich für dieses Jahr zur wichtigsten Marke überhaupt ist, die hart umkämpft sein wird und auch hart umkämpft bleiben sollte. Deswegen sehen wir hier auch die 13.630, 13.620. Das sind für mich massive Punkte zum Shorten. Wir haben gestern hier am 50er Level schon angefangen zu shorten. Meine Shorts sind noch im Markt und ich lasse die auch weiter laufen. Meine liebe Dagmar, war das Statement genug? Die Position im Euro würde bei 1,0130 auch ausgestoppt, wird wieder eröffnet bei 1,22. Ja, alle, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ab wo nach unten hin aufstocken? Die
Zack. Da. Die 13.653. Diese Marke haben wir vor 3 Wochen, glaube ich, oder 4 Wochen hier reingehauen. Hier oben in diesem Bereich stocke ich auf, was das Zeug hält. Ich habe gestern schon mal knapp unter der 13.500 geschortet und habe gestern bei der 13.600 aufgestockt und bei der 13.650, wenn er die jetzt gleich um 9 Uhr nochmal holt, werde ich bei der 13.650 aufstocken. Shorts ab 13.650 aufstocken. Ich jedenfalls. Da. Sitz in Griechenland, da geht alles etwas langsamer. Ja, muss ich auch sagen, da rede ich auch langsamer, ne? Okay, wir haben also einen Plan für den Euro. Wir haben auch einen Plan für den DAX und müssen jetzt einfach warten, dass wir hier unsere Marken holen. Wir haben eine Position sicher platziert. Wer bei den Paternostern mitmischt, der hat seine Position seit gestern im Markt. Der hat jetzt ein Grinsen im Gesicht. Und wer eben nicht mitmischt, der hat eine Chance, das zu tun, ne? Und damit will ich mich aus meinem ersten Arbeitstag nach 3 Wochen Urlaub auf norwegischen Gewässern hier verabschieden. Ihr habt ja das Glück, ihr habt irgendwie 36, 37 Grad, hat mir meine Mama gestern erzählt. Wir haben das andere Glück, dass wir seit Wochen hier 12, 13 Grad haben und Regen und Wind. Also das ganze Gegenteil zu eurem Wetter. Aber wir begeben uns morgen auf die Heimreise, um mal zu gucken, ob das wirklich ist, ob das wirklich so ist, wie der Wetterbericht auch versucht, uns hier plausibel zu machen, ob ihr wirklich so schönes Wetter habt. Und wir werden das jetzt mal kontrollieren. Rupert B., das bin ich ja so. Na, 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 na. Also, wir werden diese Geschichte hier im Euro verfolgen und wir werden auch die Geschichte hier im DAX dementsprechend verfolgen. Dieses Bild, auch wenn es jetzt ein bisschen durcheinander ist, ich werde das nicht durcheinander bringen, ich werde dieses Bild noch eine Weile aufrecht erhalten. Mein lieber Falco, du kannst es gerne nochmal, kannst das hier bitte einmal festhalten und gerne für unsere Paternoster hochschießen, damit wir dieses Bild ja nicht aus den Augen verlieren. Weil das sind Marken, auch wenn der eine oder andere sagt, Punkt A, der Helbig, die hat permanent morgens schlechte Laune. Ist überhaupt nicht so, ich bin nur morgens konzentriert. Und das zweite ist, der zeichnet da ein paar Linien und ein paar Rechtecke ein. Mehr muss man da nicht können. Ja, das ist so. Mehr muss man nicht können. Alles andere hier kann man sehr einfach hier lernen, wie man damit umgeht. Und auch mit diesen einfachen Sachen verdienen wir hier unser Geld. Okay? Und in diesem Sinn werde ich mich jetzt hier mal verabschieden und werde noch ein bisschen frische Luft genießen und mein Zelt oder unser Zelt einpacken. Wir haben hier draußen vom Fjord noch ein kleines Zelt stehen, wo ich hoffe, dass die Sonne heute ein bisschen drauf knallt, dann werden wir packen und uns morgen Richtung Heimat begeben. In diesem Sinne sage ich jetzt schon mal tschüss, tschüss und moin, moin. Sollten wir mit der Fähre zurückfahren über Fehmarn, werden wir eventuell einen Stopp in Sirksdorf einlegen an der Ostsee. Und ein Leckerli bei Otto vor die Tür legen. Falls Otto Bedarf hat, ein Leckerli zu kriegen, werden wir das eventuell tun. In dem Sinne sage ich jetzt schon mal hier Danke, dass der Flo
sein junges Gesäß morgens aus dem Bett gehoben hat, um euch hier reinzulassen und den Türsteher zu machen. Und wir sehen uns wieder, wenn alles glatt geht, in 14 Tagen. Wenn so denn Gott will. In diesem Sinne sage ich jetzt danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weiterhelfen und ihr konntet ein bisschen was lernen. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Ich danke dir, Thorsten. Ich danke auch den Teilnehmern, dass sie wieder so zahlreich nach 2 Wochen auch wieder dabei sind. Thorsten, gute Heimreise an dich und an die Teilnehmer. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf die Positionen auf und bis in 2 Wochen. Ciao, ciao.